die Erde. 4,5 Milliarden Jahre alt. Ein Gesteinsbrocken mit einem Gewicht von 6 Trilliarden Tonnen. Kann man die Erde zerstören? Mit neuesten Erkenntnissen aus Physik und Planetologie untersuchen wir, was unseren Planeten vernichten könnte. Beispielsweise ein schwarzes Loch. Seine Anziehungskraft ist stark genug, um die Erde endgültig zu zerstören. Oder ein Zusammenstoß mit der Sonne. Plötzlich stürzt die Erde in einen Abgrund aus Feuer. Eine riesige Antimateriebombe. Zack, das bedeutet das Ende. Ein großer Gesteinsbrocken aus dem All. Vor 50.000 Jahren hätte man hier nicht stehen wollen. Oder vielleicht ein Schwarm selbstreplizierender Roboter. Wie aus einem Science-Fiction-Roman. Diese Ideen klingen vielleicht nach Science-Fiction, aber sie basieren alle auf wissenschaftlich bewiesenen Fakten. Unser Planet hat alles überstanden, was ihm ein feindliches Universum in 4,5 Milliarden Jahren entgegengesetzt hat. In den letzten Jahrzehnten haben die Menschen jedoch Technologien entwickelt, die zur Zerstörung unserer Erde führen könnten. Doch stimmt das wirklich? 6 führende Wissenschaftler decken auf, mit welchen Methoden man wirklich einen ganzen Planeten zerstören könnte. Nehmen wir zunächst das Schwarze Loch. Es gehört zu den zerstörerischsten Kräften des Universums. Ein schwarzes Loch kann entstehen, wenn ein Sternenrest kollabiert. Die Schwerkraft ist dann so groß, dass ihr nichts entkommen kann. Nicht einmal Licht. Die Dichte macht das Loch so gefährlich. Je näher man dem Kern kommt, desto größer wird seine Gravitationskraft. Hier habe ich ein Blatt Papier. Ich kann es zu einer Kugel mit ungefähr 8 cm Durchmesser zusammenknüllen. Wenn ich jetzt einen Punkt wähle und ihn immer näher zu der Papierkugel bringe, wird die Anziehungskraft immer stärker, bis er die Oberfläche berührt und nicht mehr näher kommen kann. Er ist ungefähr 4 cm vom Mittelpunkt der Kugel entfernt. Wenn ich das Papier noch weiter zusammenknülle, ist der Durchmesser nur noch 5 cm und ich kann näher an den Mittelpunkt gelangen. Jetzt ist der Punkt nur noch 2,5 cm vom Mittelpunkt entfernt. Wenn ich das Papier jetzt immer weiter zusammenknülle, gelange ich immer näher an den Mittelpunkt. Irgendwann ist es so klein, dass es zu einem schwarzen Loch wird und man sehr nah ans Zentrum gelangen kann. Deshalb ist die Anziehungskraft von schwarzen Löchern so groß. Vielleicht können schwarze Löcher bald sogar von Menschen erschaffen werden. Physiker nutzen riesige Teilchenbeschleuniger, um zu erforschen, was nach dem Urknall geschehen ist. Wenn sie die Teilchen gegeneinander schleudern, riskieren sie jedoch, schwarze Löcher zu erschaffen. Man kann ein schwarzes Loch mit den Niagara-Fällen vergleichen. Das nach unten stürzende Wasser ist wie der Raum, der in ein schwarzes Loch gesaugt wird. Dieser Kajakfahrer ist zu nahe, genau wie ein Stern, der einem schwarzen Loch zu nahe gekommen ist. Das Wasser, das über die Klippe stürzt, ist wie Raum, der in ein schwarzes Loch stürzt. Wenn man über diese Klippe hinaus ist, ist es egal, wie schnell man paddelt, man stürzt ab. Es gibt kein Zurück mehr. Dasselbe gilt für ein schwarzes Loch. Egal, wie schnell man versucht herauszukommen, man wird hineingezogen. Die Anziehungskraft in einem schwarzen Loch ist völlig anders als die Anziehungskraft, die wir im Alltag erleben. Normale Anziehungskraft kann man überwinden,
Zumindest theoretisch. Man sagt, runterkommen sie alle. Aber das trifft nicht immer zu. Wenn ich diesen Ball gut treffe, fliegt er ziemlich weit, wird aber trotzdem wieder auf der Erde landen. Wenn ich ihn fester schlage, fliegt er weiter, landet aber trotzdem auf der Erde. Wenn ich ihn aber mit 8 Kilometer pro Sekunde schlagen würde, würde er die Erdanziehung überwinden. Um aber einem schwarzen Loch zu entkommen, müsste sich der Ball schneller als das Licht bewegen. Und das ist einfach unmöglich. Was in ein schwarzes Loch gerät, kommt nie wieder heraus. Egal ob Planeten oder sogar Sterne. Falls jemand unseren Planeten zerstören wollte, könnte er also auf schwarze Löcher setzen. Bei uns gibt es jedoch keine schwarzen Löcher. Man müsste sie erst selbst erschaffen. Hier kommen Teilchenbeschleuniger ins Spiel. Physiker lösen mit solchen Maschinen Explosionen in Atomgröße aus, die stark genug sein könnten, mikroskopisch kleine schwarze Löcher zu erschaffen. So eine Maschine gibt es an der Grenze zwischen Frankreich und der Schweiz, am CERN, dem Europäischen Kernforschungszentrum Genf. Die Wissenschaftler von CERN beschleunigen subatomare Teilchen in einer Röhre und schleudern sie dann mit annähernder Lichtgeschwindigkeit gegeneinander. So wollen die Wissenschaftler den Urknall untersuchen. Bei dem gewaltigen Aufprall entstehen solche Teilchen wie die, aus denen das Universum ganz am Anfang bestand. Einige dieser Teilchen könnten mikroskopisch kleine schwarze Löcher erschaffen. Das bedeutet jedoch nicht, dass unser Planet dem Untergang geweiht ist. Theoretisch verfliegen schwarze Löcher dieser Größe einfach wie kleine Seifenblasen. Um die Erde zu zerstören, braucht man eine größere Kraft. Schwarze Löcher gibt es in verschiedenen Größen. Im Zentrum unserer Galaxie ist zum Beispiel ein schwarzes Loch mit der Masse von 1 Million Sonnen. Würde man unsere Sonne zu einem schwarzen Loch komprimieren, hätte es die Größe einer großen amerikanischen Stadt. Würde man aber etwas wie diesen Berg, der rund 1 Million Tonnen wiegt, zu einem schwarzen Loch komprimieren, wäre es kleiner als ein einziger Atomkern. Ungefähr in dieser Größenordnung werden schwarze Löcher zu einer echten Bedrohung. Die Erde hat einen Durchmesser von ca. 12.800 Kilometer. Ein schwarzes Loch mit derselben Masse hätte nur die Größe einer Murmel. Das ist ein schwarzes Loch. So groß wie eine Murmel. Es mag harmlos erscheinen, aber seine Anziehungskraft ist stark genug, um unseren ganzen Planeten zu zerstören. Es würde zunächst langsam Dinge anziehen und sich dann so weit ausdehnen, bis es die ganze Erde verschluckt. Und das könnte diese Murmel mit der Erde machen. Die Anziehungskraft auf das Objekt ist an der dem schwarzen Loch zugewandten Seite viel stärker als auf der anderen Seite. Ein sogenannter Spaghetti-Effekt entsteht. Während das Objekt in das schwarze Loch stürzt, wird es wie die Nudel auseinandergezogen und schließlich zerrissen. Ein schwarzes Loch der richtigen Größe könnte das auch mit unserem Planeten anstellen. Doch keine Sorge. Selbst der stärkste Teilchenbeschleuniger kann kein schwarzes Loch dieser Größenordnung erschaffen. Nur ein schon vorhandenes schwarzes Loch könnte die Erde zerstören.
Astronomen schätzen, dass es ungefähr 10 Millionen schwarze Löcher in unserer Galaxis gibt. Wenn eins davon uns zu nahe käme, könnte es unseren Planeten völlig zerstören. Teleskope würden es vielleicht nicht einmal entdecken. Die Menschheit würde es erst bemerken, wenn die immense Schwerkraft schwere Fluten und gewaltige Erdbeben auslösen würde. Wir können uns das schwarze Loch wie einen Staubsauger in unserer Atmosphäre vorstellen. Mit einer Saugkraft, die 1500 Mal stärker ist als die Erdanziehungskraft. Damit wird es den ganzen Erdball zunächst verformen. Die Erdoberfläche dehnt sich und zerreißt dann. Schließlich fliegt das schwarze Loch geradewegs durch die Erde. Dabei verdampft es die Materie. Das schwarze Loch verschlingt alles, was ihm im Wege steht. Schrittweise wird es langsamer, bis es beim Erdkern landet. Und schließlich den ganzen Planeten vertilgt. Übrig bleibt nur das schwarze Loch selbst. Ein schreckliches Ende für die Erde. Glücklicherweise ist dieses Szenario extrem unwahrscheinlich. Allerdings wissen wir nicht, wie man diese schwarzen Löcher herstellt. Wir haben nicht die technischen Möglichkeiten. Und natürliche schwarze Löcher können wir nicht bewegen. Wir müssen also einen anderen Weg suchen. Vergessen wir die schwarzen Löcher und versuchen wir es anders. Den Abstand zur Sonne ändern. Das ist eine todsichere Methode, um die Erde zu zerstören. Rückt man die Erde näher heran, wird sie quasi gebacken. Rücken wir sie weg, bekommen wir eine neue Eiszeit. Wissenschaftler erforschen gerade die Möglichkeit, einen ganzen Planeten zu bewegen. Wir nutzen die sogenannte Swing-by-Methode bereits, um Raumsonden durch das Solarsystem zu befördern. Die Erde könnte einem feurigen Untergang ziemlich nahe sein. Wie könnte man einen ganzen Planeten verbrennen? Die Antwort: mit einem nuklearen Brennofen mit fast 1,6 Millionen Kilometer Durchmesser. Es klingt verrückt, aber es wird früher oder später dazu kommen. Je älter die Sonne wird, desto heller wird sie. In 2 Milliarden Jahren wird die Erde unbewohnbar sein. Es wird einen unkontrollierbaren Treibhauseffekt geben, die Wasserquellen werden verdampfen und die Oberflächentemperatur wird bei ungefähr 500 Grad Celsius liegen. Die Sonne wird sich aufblähen und die Erde verbrennen. Es sei denn, wir können die Erde von der Sonne wegbewegen, um sie zu retten. Vorausgesetzt, wir haben keine bösen Absichten. Mit ausreichend großen Objekten könnten wir die Gravitationsenergie umleiten und so die Erdumlaufbahn näher an die Sonne rücken. Doch das ist leichter gesagt als getan. Die Erde hat eine Masse von rund 6 Trilliarden Tonnen. Ein Objekt dieser Größe zu bewegen, ist eine ziemliche Herausforderung. Aber es gibt eine Möglichkeit, das zu schaffen. Mit einem Swing-by-Manöver. Es geht hier um Energie, orbitale Energie. In der Bewegung der Erde liegt Energie. Wenn also die Erde die Sonne umkreist und wir diese Energie nutzen, stürzen wir in die Sonne.
Wir können das mit einem Asteroiden erreichen. Wenn wir einen Gesteinsbrocken von etwa 2 bis 3 Kilometern Durchmesser so bewegen, dass er im richtigen Winkel die Erde passiert, nimmt er der Erde Bewegungsenergie. Der Asteroid fliegt davon und die Erde bewegt sich Richtung Sonne. Aber wir sollten keine Asteroiden verschwenden, wenn wir sie wiederverwenden können. Wenn wir clever sind, können wir den Asteroiden in Richtung Jupiter schicken. Er gibt Energie von der Erde an den Jupiter ab und fliegt dann wieder zurück zur Erde. Wenn wir genau zielen, bekommen wir sozusagen eine Energietransfusion. Wir nehmen Energie von der Erde, geben sie Jupiter und kommen dann wieder zurück. Wir könnten tausende Asteroiden auf diese Weise nutzen. Und schon stürzt die Erde in eine Feuerhölle. Doch zunächst muss man einen Asteroiden fangen. Sie sind so groß wie Berge und bewegen sich mit ungefähr 16 Kilometer pro Sekunde. Auf dem Asteroiden muss man dann Raketen befestigen und ihn auf den perfekten Kurs bringen. Diesen Vorgang wiederholt man tausende und abertausende Male. Sehr langsam wird sich die Erde dann der Sonne nähern. Jetzt ist die Erde noch mehr als 140 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt. Bei 110 Millionen Kilometern wird die Erde zu einer überhitzten Wüste. Dann wird es richtig schlimm. Während die Erde sich langsam auf die Sonne zubewegt, kommt es zu einer Reihe von Ereignissen, die für unseren Planeten den Untergang bedeuten. Wenn sich die Erde der Sonne nähert, erhitzt sich die Atmosphäre und explodiert. Die Ozeane kochen und verwandeln die Erde in einen riesigen Kometen. Aber es wird noch schlimmer. Während sich die Erde der Sonne nähert, zieht die Gravitation stärker an der Sonne zugewandten Seite und die Erde dehnt sich wie Knetmasse. Wenn die Anziehungskraft der Sonne die der Erde überwindet, zerspringt unser Planet und wird pulverisiert. Die Erde ist tot. Nur ein dünner Ring um die Sonne zeugt noch von ihrer Existenz. Wenn die Erde der Sonne zu nahe kommt, wird sie irgendwann von den Gezeiten zerrissen. Die Erde zersplittert in viele kleine Stücke, die dann die Sonne wie ein Ring umgeben. Die Sonne würde dem Saturn ähneln. Sie wäre von einem schwachen Ring aus Gestein und Staub umgeben. Es wäre ein flammender Untergang und ein geisterhafter Nachhall. So könnte man einen Planeten zerstören. Die Erde in die feurige Hitze der Sonne zu stürzen, ist eine gute Möglichkeit, um sie zu zerstören. Das wäre möglich. Man muss nur genug Asteroiden hintereinander losschicken, damit wir die Erde durch die Anziehungskraft zur Sonne bewegen können. Wir verfügen über diese Technologien und wissen, wie man Asteroiden bewegt. Man muss sie nur in eine exakte Bahn lenken. Es ist natürlich eine große Herausforderung, Milliarden Tonnen schwere Felsen mit höchster Präzision zu manövrieren. Außerdem würde es sehr lange dauern, genügend Asteroiden zu fangen. Wir haben versucht, die Erde zu zerreißen und zu verbrennen. Es ist Zeit für einen weiteren Plan: die Antimaterie-Bombe. Seit über einem Jahrhundert versuchen Physiker, eine Theorie aufzustellen, die unser Verständnis der Makrostruktur des Universums, Planeten, Sterne und Galaxien, mit unserem Wissen von der subatomaren Welt, Elektronen, Protonen und Quarks, vereint. Dabei sind die Forscher auf einige ausgesprochen gefährliche Phänomene gestoßen. Und eins könnte sich als echter Weltenkiller entpuppen: die Antimaterie. In den 1920er Jahren wurde sie in der Theorie vorausgesagt, in den 30er Jahren dann tatsächlich nachgewiesen.
Heute können wir Antimaterie in modernen Teilchenbeschleunigern erzeugen. Sie ist die Hauptzutat für eine größtmögliche Explosion. Antimaterie hat die größte Sprengkraft, die je entdeckt wurde. Ihre Sprengkraft ist viel stärker als die einer Wasserstoffbombe. Antimaterie ist jedoch ein seltener Stoff. Alles, was wir sehen, bis zu den entferntesten Galaxien, ist Materie, die vor 13 Milliarden Jahren beim Urknall entstand. Und dabei entstand auch Antimaterie. Materie und Antimaterie. Die eine ist das exakte Gegenteil der anderen. Bringt man sie zusammen, löschen sie sich gegenseitig aus. Für jedes Partikel in der Natur gibt es ein Antipartikel gleicher Masse und gegenteiliger elektrischer Ladung. Führt man beide zusammen, vernichten sie sich und werden zu Strahlung. Mehr Energie kann man aus einem Partikel nicht rausholen. Die Energie seiner Masse wird zu Strahlung. Ich habe hier ein Proton. Anti Krauss da drüben hat ein Antiproton. Wenn wir sie zusammenführen, gibt es eine unglaubliche Explosion. Los geht's. Genau das ist mit der Antimaterie des Urknalls passiert. Sie hat sich aufgehoben. Wenn wir mit Antimaterie eine Bombe bauen wollen, müssen wir sie selbst erzeugen. Antimaterie zu erschaffen, ist so wie mit einer Waffe auf ein Ziel zu feuern. Wenn man auf eine Papierscheibe schießt, ist das herausgeschossene Papier wie Materie und das verbleibende Loch wie Antimaterie. Man benötigt Energie, um ein Materie-Antimaterie-Paar zu erschaffen. In unserem Beispiel lieferte die Kugel die Energie. Im wirklichen Leben ist die Waffe ein Teilchenbeschleuniger wie der des CERN bei Genf. Dieser weltweit größte Hochenergie-Teilchenbeschleuniger produziert nicht nur möglicherweise schwarze Löcher als Nebenprodukt, sondern eben auch Antimaterie. Diese Partikel bewegen sich mit so hoher Geschwindigkeit, dass ihre Energie groß genug ist, um bei einer Kollision mit einem Materiepartikel in seltenen Fällen ein ganz neues Antimateriepartikel zu schaffen. Der Teilchenbeschleuniger ist riesig. Die ganze Anlage ist unterirdisch. Sogar die Partikeldetektoren sind so groß wie Häuser. Mit der Anlage hofft man, etwas über die Partikel nach dem Urknall zu erfahren. Die unglaubliche Energie des Big Bang schuf viele exotische Formen von subatomarer Materie, sowie auch Antimaterie. Unser Universum besteht aus der Materie, die verblieben war, nachdem die Antimaterie ausgelöscht worden war. Aus diesem Grund müssen wir diesen Stoff in Teilchenbeschleunigern neu erschaffen. Man feuert Protonen in eine riesige Röhre, steuert sie mit starken Magneten und beschleunigt sie auf beinahe Lichtgeschwindigkeit.
Dann lenkt man den Strahl in einen Metallblock. Pro Million einschlagender Protonen entsteht ein Antiproton. Als ob Dr. Plates Pistole nur alle Millionen Schüsse ein Loch hinterlassen würde. Ein Teilchenbeschleuniger produziert pro Million Kollisionen nur ein Partikel-Antipartikelpaar. Es ist, als ob man versucht, ein bestimmtes Wassermolekül in den Niagara-Fällen zu finden. Deshalb ist es so schwer, große Mengen von Antimaterie zu erzeugen. Falls genug Antimaterie vorhanden ist, wäre der Bau einer Bombe die nächste Herausforderung. Eine Antimateriebombe wäre nämlich sehr instabil. Man müsste einen Weg finden, die Antimaterie zu lagern, ohne dass sie mit normaler Materie Kontakt bekommt. Denn dann würde sie explodieren. Über meiner Hand schwebt Antimaterie. Wenn sie meine Hand berühren würde, käme es zu einer großen Annihilation. Die Antimaterie darf noch nicht mal mit der Luft um sie herum in Berührung kommen. Denn Luft ist auch Materie. Auch das würde eine Explosion auslösen. Forscher benötigen einen ganz besonderen Behälter, um Antimaterie zu studieren. Eine Penningfalle. Starke Magneten halten die Antimaterie in einem Vakuum. Trotz dieser Hindernisse ist eine Antimateriebombe nicht nur reine Theorie. Wir können Antimaterie erschaffen, sie einfangen und lagern. Doch an welchem Einsatzort hat die Bombe einen maximalen Effekt? Wenn wir den ganzen Planeten zerstören wollen, muss die Bombe in der Nähe des inneren Erdkerns platziert werden. Das wären dann ungefähr 6500 Kilometer unter der Erdoberfläche. Momentan ist das unmöglich. Das tiefste von Menschen geschaffene Bohrloch ist nur 12 Kilometer tief. Doch wenn es die Möglichkeit gäbe. Bis heute haben Menschen nur 20 Nanogramm Antimaterie erzeugt. Das ist 100-mal weniger Masse, als eine 1-Cent-Münze hat. Die Bombe wird also so klein sein, dass man sie nicht sehen kann. Auf diesem Testgelände in Arizona haben wir die entsprechende Sprengkraft in TNT-Sprengstoff aufgebaut. Sehen wir mal, wie laut das knallt. Wow. 20 Nanogramm Antimaterie sorgen für eine ansehnliche Explosion, aber noch ist sie viel zu schwach. Man bräuchte 2,5 Trillionen Tonnen Antimaterie, um die Erde zu zerstören. Das wäre eine Bombe von der Größe des Mount Everest. Am Grunde eines 6500 Kilometer tiefen Loches. Das würde die Erde in zigtausend Teile sprengen. Mit genug Sprengkraft würden die Teile bis ins All geschleudert werden. Mit einer etwas schwächeren Bombe würden sie durch ihre eigene Anziehungskraft wieder zurückfallen und zu einer Kugel verschmelzen. Ein unheimliches Echo der Entstehung der Erde vor 4,5 Milliarden Jahren. Theoretisch könnte das geschehen, aber zunächst müssen ein paar technische Details geklärt werden. Wie ist das also mit der Antimaterie? Es ist möglich, so die Erde zu zerstören. Das Problem ist nur, dass man dafür ungefähr die Energie benötigt, die die Sonne in einer Woche abgibt. Wir haben momentan nicht die Technologie, um so viel Energie zu produzieren. Mit heutiger Technik würde der Bau der Bombe länger dauern, als das Universum alt ist. Ein weiteres Problem stellt die Beförderung dar. Man müsste die Bombe zum Erdmittelpunkt transportieren. Das heißt, man müsste ein Loch mit mehreren Kilometern Durchmesser und 6500 Kilometer Tiefe graben. Antimaterie scheint also nicht der effizienteste Weg zu sein.
Diese Methode scheint also unmöglich zu sein. Bei der nächsten Herangehensweise wissen wir allerdings, dass sie funktioniert. Sie ist nämlich bereits Teil der Vergangenheit der Erde. Der Weltraum ist ein gefährlicher Ort. Er ist voller Trümmer, voll mit Gesteinsbrocken von Kiesel bis zu Planetengröße. Überall finden sich Einschlagkrater, auch auf unserem Mond. Solche Asteroiden können uns auch heute treffen, so wie einst die Dinosaurier ausgelöscht wurden. Ein größerer Asteroid könnte den Planeten sogar völlig zerstören. Das ist ein Meteoritenkrater in Arizona. Er hat einen Durchmesser von fast 1,5 Kilometern und ist ungefähr 180 Meter tief. Wissenschaftler können heute rekonstruieren, was hier vor Tausenden von Jahren geschehen ist. Der Aufprall verwüstete eine Fläche in der Größe von New York City und hatte die 600-fache Sprengkraft der Hiroshima-Bombe. Ein Aufprall vor 65 Millionen Jahren war noch gewaltiger. Der Asteroid dürfte einen Durchmesser von rund 10 Kilometern gehabt haben, größer als der Mount Everest. Dieser Aufprall löschte die Dinosaurier aus und überhaupt einen Großteil des Lebens auf der Erde. Ein noch größerer Asteroid könnte die Erde zerstören. Wissenschaftler entwickeln bereits heute Technologien, um uns vor künftigen Einschlägen zu schützen. Tatsächlich könnte man aber mit genau diesen Technologien auch einen Einschlag provozieren. Eine Möglichkeit wäre, eine Raumsonde in die Nähe eines Asteroiden zu manövrieren. Die Masse der Raumsonde entwickelt eine leichte Anziehungskraft zum Asteroiden. Um einen Asteroiden zu bewegen, braucht man bestimmte Informationen. Woraus er besteht, wie seine Oberfläche auf Zug oder Druck reagiert, wie seine Form ist oder wie schnell er rotiert. Beim Gravitationstraktor braucht man nichts dergleichen. Man parkt das Raumschiff einfach in der Nähe des Asteroiden. Und unter normalen Umständen zieht die Eigengravitation zwischen dem Asteroiden und dem Raumschiff die beiden langsam zusammen. Wir nutzen hier den Ionenantrieb des Raumschiffes. Das ist ein Antrieb, über den wir schon verfügen. Also brauchen wir keine neuen Technologien. Anstatt die Düsen auf dem Asteroiden aufzusetzen, klappen wir sie zur Seite. Unter normalen Umständen entfernt sich das Raumschiff dadurch. In diesem Fall hält die Eigengravitation zwischen dem Raumschiff und dem Asteroiden die beiden zusammen. Während sich das Raumschiff langsam entfernt, zieht es den Asteroiden mit Hilfe der Anziehungskraft, die wie ein Abschleppseil agiert, hinter sich her. Mit der Zeit kann man so den Kurs des Asteroiden verändern, entweder an der Erde vorbei oder genau auf sie zu. Eine weitere Technologie, die wir nutzen könnten, ist die solare Verdampfung. Hier wird ein Asteroid oder Komet mit Sonnenlicht abgelenkt. Um diesen Effekt zu demonstrieren, bastelt sich Dr. Derda einen Kometen. Sehen wir uns an, woraus Kometen bestehen. Wir werden einen Kometen konstruieren. Man nehme Erde, füge Trockeneis, Wasser und ein bisschen Schokolade hinzu. Wir fügen unserem Kometen ein paar Prozent organisches Material hinzu. Natürlich gibt es in den entfernten Sonnensystemen auch ein bisschen Ammoniak hier und da. Dafür steht dieser Ammoniakreiniger.
Sehen wir mal, ob wir daraus einen kleinen Kometenkern machen können. Ein Vergrößerungsglas vervollständigt den Versuch. Wenn wir das Sonnenlicht auf die Oberfläche konzentrieren und einen Teil des Wassers verdampfen könnten, würde die Antriebskraft der verdampfenden Gase wie ein kleiner Raketenmotor funktionieren. Im Laufe der Zeit bewirkt das eine Kursabweichung. Die Kraft von Sonnenlicht genügt, um einen Gesteinsbrocken aus dem Weltall auf Kollisionskurs mit der Erde zu bringen. Aber für ein Objekt, das groß genug ist, um unseren Planeten zu pulverisieren, dürfte die solare Verdampfung nicht ausreichen. Um die Erde zu zerstören, benötigen wir ein Objekt in der Größe des Mars. Wir wissen das, weil es schon einmal geschehen ist. Vor 4,5 Milliarden Jahren stieß ein Gesteinsbrocken in der Größe des Mars seitlich mit der Urerde zusammen. Die Trümmer schufen den Mond. Ein frontaler Treffer hätte die Erde zerstört. In der Vertical Gun Range am NASA Ames Forschungszentrum in Kalifornien kann man diese Behauptungen untermauern. Diese Waffe feuert mit einer Geschwindigkeit von bis zu 6,4 Kilometer pro Sekunde. Sechsmal schneller als ein Gewehr. Professor Peter Schulz simuliert mit dieser Waffe ein Objekt in Marsgröße. Hier repräsentiert von einem Projektil, das frontal in unseren Planeten einschlägt. Das war unglaublich. Sehen Sie sich das an. Das ist schlimmer als in jedem Science-Fiction-Film. Nichts hat überlebt. Bei einem Frontalaufprall wäre die Zerstörung sicher. Um etwas zu zerstören, braucht man eine Kombination aus Größe und Geschwindigkeit und einen Winkel. Je flacher der Winkel, desto unwahrscheinlicher ist eine völlige Zerstörung. Um die Erde also wirklich zu zerstören, braucht man ein riesiges Objekt, das frontal einschlägt. Wir wissen jetzt, welchen Aufprall man benötigen würde, um die Erde zu zerstören. Asteroiden und Kometen sind allerdings zu klein. Man benötigt ein Objekt in der Größe eines Planeten, das man auf Kollisionskurs bringt. Die Technologie dafür dürfen wir wohl so schnell nicht bekommen. Wir können Asteroiden und Kometen bewegen, aber sie haben nur einen Durchmesser von ein paar Kilometern. Das Problem ist, dass wir etwas wirklich Großes benötigen. Der Mars hat ungefähr ein Drittel der Größe der Erde und selbst das würde die Erde wahrscheinlich nicht ganz zerstören. Wir bräuchten etwas, das fast so groß wie die Erde selbst ist. Die Venus zum Beispiel. Wir haben aber nicht die Technologie, um etwas dieser Größe mit der nötigen Präzision zu bewegen. Die Erde mit Weltraumgestein zu zerstören, wird also nicht funktionieren. Vielleicht kommt der Untergang nicht aus dem Weltraum, sondern direkt von der Erde selbst. Genetik, Robotik, Nanotechnologie. Forscher hoffen, dass Maschinen uns neue Welten erschließen können. Roboter können schon jetzt lernen. Sie sind dazu fähig, andere Roboter zu bauen und miteinander zu kooperieren. Es könnte der Anbruch eines völlig neuen Zeitalters sein. Oder der Anfang vom Ende. Momentan können wir nur Roboter bauen, die unter menschlicher Kontrolle arbeiten. Aber die Wissenschaft arbeitet an Maschinen, die selbst denken und sich sogar reproduzieren können. Roboter, die Kopien von sich selbst herstellen, könnten eines Tages die Weltherrschaft übernehmen. Hart Lipson, Professor der Robotik, ist ein Pionier auf dem Gebiet der Roboterreplikation.
Wenn dieser Roboter einen identischen Roboter bauen könnte, dann könnten diese beiden Roboter vier weitere Roboter bauen und so weiter. Diese Roboter könnten eine Fläche wie diese hier sehr schnell ausfüllen. Sobald die erste Replik entstanden ist, gibt es kein Halten mehr. Doch diese Roboter müssen erstmal konstruiert werden. Im Labor für Robotik an der Cornell University bauen Hart Lipson und sein Team schon heute Roboter, die sich selbst bauen können. Das ist der erste sich selbst replizierende Roboter der Welt. Gibt man ihm passende Bausteine, setzt er diese zu einer Kopie von sich selbst zusammen. Er braucht aber Hart Lipson und seine Techniker, um mit Bausteinen versorgt zu werden. Dieser Roboter ist also ziemlich harmlos. Um die Erde zu zerstören, müssten wir Roboter entwickeln, die kleinere Bausteine und irgendwann sogar einzelne Atome benutzen. Wir haben an Robotern aus viel kleineren Bausteinen in einer Größenordnung von einem halben Millimeter gearbeitet. Man kann sie kaum sehen. In diesem Behälter befinden sich ungefähr 10 Stück. Wir versuchen, diese sehr kleinen Einheiten dazu zu bewegen, sich miteinander zu verbinden. Je kleiner sie sind, desto schneller und einfacher können sie sich replizieren. Lipson nimmt an, dass Fortschritte in der Robotik die Konstruktion und Produktion revolutionieren werden. Aber der Fortschritt birgt auch Gefahren. Theoretisch könnten winzigste Maschinen sich auch außer Kontrolle replizieren. Es klingt wie Science Fiction. Eine gestaltlose Masse, die Schritt für Schritt die Welt übernimmt. Winzige Maschinen, die alles erdrücken. Selbstreplizierende Maschinen werden irgendwann aus so kleinen Teilen bestehen, dass sie zu einer flüssigen, unkontrollierbaren Masse werden. Wie in einem Science Fiction Roman. Selbstreplizierende Maschinen könnten theoretisch alles Leben auf der Erde zerstören. Um den Planeten selbst zu zerstören, benötigen wir jedoch mehr. Damit ein Roboter sich reproduzieren kann, braucht er Energie und Rohstoffe, in anderen Worten Nahrung. Je mehr Nahrung vorhanden ist, desto mehr Kopien kann unser Roboter bauen. Die größte Nahrungsquelle auf unserem Planeten ist der Planet selbst. Der ultimative Selbstreplikationsprozess ist von der Natur inspiriert. Wenn sich also eine Maschine mit Hilfe von Ressourcen aus der Umwelt, wie Nahrung oder Energie, selbst replizieren kann, wäre das eine ziemliche Errungenschaft. Die größte natürliche Ressource der Erde ist Gestein. Baut man einen selbstreplizierenden Roboter, der sich von Gestein ernährt, stehen ihm 6 Trilliarden Tonnen Nahrung zur Verfügung. Manche Lebewesen ernähren sich schon heute davon. Unter der Erdoberfläche leben Bakterien, die sich von Gestein ernähren. Diese natürlichen Gesteinsfresser sind gut für den Planeten. Sie schaffen Erdreich und halten das Leben am Laufen. Es gibt eine ganze Reihe gesteinsfressender Bakterien, die wir schon entdeckt haben. Sie nutzen die Bestandteile des Gesteins als Energiequelle. Es gibt also biologische Organismen, die sich nur von Gestein ernähren. Diese gesteinsfressenden, selbstreplizierenden Roboter müssen clever sein. Sie müssen zusammenarbeiten. Professor Alan Winfield ist der leitende Ingenieur des Cimbrian Project und baut Roboter, die wie Insektenschwärme agieren. Diese Roboter verhalten sich ähnlich wie Ameisen, also soziale Insekten. Wir denken, dass wir ein künstliches System nach dem Vorbild der Insekten schaffen können. Heute sind es nur Stromkreise und Drähte. Morgen könnten es auch Schwärme von kooperierenden Robotern sein. Ameisen arbeiten für das Wohl der Kolonie, Maschinen würden für uns arbeiten.
Roboterschwärme könnten in Umgebungen eingesetzt werden, in denen große Maschinen versagen. Ginge es hier zum Beispiel um eine Rettungsmission, könnte man bei 1000 sehr kleinen Robotern eine große Ausfallquote tolerieren. Es gäbe schließlich immer noch genügend Roboter für die Bergung. Wir können bereits Roboter bauen, die sich reproduzieren. Wir bauen Roboter, die kooperieren. Wenn wir beides verbinden, bekommen wir dann unseren Planetenkiller? Das Szenario könnte so aussehen. Wenn jeder Roboter einen Tag zur Replikation braucht, haben wir nach nur einem Monat über 1 Milliarde Roboter. Nach einem Jahr Billionen. Die Erde wäre von gesteinsfressenden Maschinen bedeckt. Irgendwann gibt es kein Gestein mehr, nur selbstreplizierende Maschinen. Woraus bestehen Maschinen? Eisen, Magnesium, Aluminium und Silikon. Dieselben Dinge, aus denen die Erde besteht. Man muss also nur einen selbstreplizierenden Roboter bauen und in die Wildnis entlassen. Er wird unzählige Kopien von sich bauen und sie werden die Erde auffressen, bis nichts mehr übrig ist. Haben wir es nun geschafft, die Erde zu zerstören? In unserem Streben, den Planeten zu vernichten, haben wir versucht, ihn zu verschlingen, anzuzünden, zu pulverisieren und zu sprengen. Die Erde ist jedoch ein harter Gegner. Sie hat alles überstanden. Die Erde, 4,5 Milliarden Jahre alt. Ein Gesteinsbrocken mit einem Gewicht von 6 Trilliarden Tonnen. Kann man die Erde zerstören? Mit neuesten Erkenntnissen aus Physik und Planetologie untersuchen wir, was unseren Planeten vernichten könnte. Beispielsweise ein schwarzes Loch. Seine Anziehungskraft ist stark genug, um die Erde endgültig zu zerstören. Oder ein Zusammenstoß mit der Sonne. Plötzlich stürzt die Erde in einen Abgrund aus Feuer. Eine riesige Antimateriebombe. Zack, das bedeutet das Ende. Ein großer Gesteinsbrocken aus dem All. Vor 50.000 Jahren hätte man hier nicht stehen wollen. Oder vielleicht ein Schwarm selbstreplizierender Roboter. Wie aus einem Science-Fiction-Roman. Diese Ideen klingen vielleicht nach Science-Fiction, aber sie basieren alle auf wissenschaftlich bewiesenen Fakten. Unser Planet hat alles überstanden, was ihm ein feindliches Universum in 4,5 Milliarden Jahren entgegengesetzt hat. In den letzten Jahrzehnten haben die Menschen jedoch Technologien entwickelt, die zur Zerstörung unserer Erde führen könnten. Doch stimmt das wirklich? 6 führende Wissenschaftler decken auf, mit welchen Methoden man wirklich einen ganzen Planeten zerstören könnte. Nehmen wir zunächst das Schwarze Loch. Es gehört zu den zerstörerischsten Kräften des Universums. Ein schwarzes Loch kann entstehen, wenn ein Sternenrest kollabiert. Die Schwerkraft ist dann so groß, dass ihr nichts entkommen kann. Nicht einmal Licht. Die Dichte macht das Loch so gefährlich. Je näher man dem Kern kommt, desto größer wird seine Gravitationskraft. Hier habe ich ein Blatt Papier. Ich kann es zu einer Kugel mit ungefähr 8 cm Durchmesser zusammenknüllen.
Wenn ich jetzt einen Punkt wähle und ihn immer näher zu der Papierkugel bringe, wird die Anziehungskraft immer stärker, bis er die Oberfläche berührt und nicht mehr näher kommen kann. Er ist ungefähr 4 Zentimeter vom Mittelpunkt der Kugel entfernt. Wenn ich das Papier noch weiter zusammenknülle, ist der Durchmesser nur noch 5 Zentimeter und ich kann näher an den Mittelpunkt gelangen. Jetzt ist der Punkt nur noch 2,5 Zentimeter vom Mittelpunkt entfernt. Wenn ich das Papier jetzt immer weiter zusammenknülle, gelange ich immer näher an den Mittelpunkt. Irgendwann ist es so klein, dass es zu einem schwarzen Loch wird und man sehr nah ans Zentrum gelangen kann. Deshalb ist die Anziehungskraft von schwarzen Löchern so groß. Vielleicht können schwarze Löcher bald sogar von Menschen erschaffen werden. Physiker nutzen riesige Teilchenbeschleuniger, um zu erforschen, was nach dem Urknall geschehen ist. Wenn sie die Teilchen gegeneinander schleudern, riskieren sie jedoch, schwarze Löcher zu erschaffen. Man kann ein schwarzes Loch mit den Niagara-Fällen vergleichen. Das nach unten stürzende Wasser ist wie der Raum, der in ein schwarzes Loch gesaugt wird. Dieser Kajakfahrer ist zu nahe, genau wie ein Stern, der einem schwarzen Loch zu nahe gekommen ist. Das Wasser, das über die Klippe stürzt, ist wie Raum, der in ein schwarzes Loch stürzt. Wenn man über diese Klippe hinaus ist, ist es egal, wie schnell man paddelt, man stürzt ab. Es gibt kein Zurück mehr. Dasselbe gilt für ein schwarzes Loch. Egal, wie schnell man versucht herauszukommen, man wird hineingezogen. Die Anziehungskraft in einem schwarzen Loch ist völlig anders als die Anziehungskraft, die wir im Alltag erleben. Normale Anziehungskraft kann man überwinden, zumindest theoretisch. Man sagt, runter kommen sie alle, aber das trifft nicht immer zu. Wenn ich diesen Ball gut treffe, fliegt er ziemlich weit, wird aber trotzdem wieder auf der Erde landen. Wenn ich ihn fester schlage, fliegt er weiter, landet aber trotzdem auf der Erde. Wenn ich ihn aber mit 8 Kilometer pro Sekunde schlagen würde, würde er die Erdanziehung überwinden. Um aber einem schwarzen Loch zu entkommen, müsste sich der Ball schneller als das Licht bewegen. Und das ist einfach unmöglich. Was in ein schwarzes Loch gerät, kommt nie wieder heraus, egal ob Planeten oder sogar Sterne. Falls jemand unseren Planeten zerstören wollte, könnte er also auf schwarze Löcher setzen. Eine todsichere Methode, um die Erde zu zerstören. Rückt man die Erde näher heran, wird sie quasi gebacken. Rücken wir sie weg, bekommen wir eine neue Eiszeit. Wissenschaftler erforschen gerade die Möglichkeit, einen ganzen Planeten zu bewegen. Wir nutzen die sogenannte Swing-by-Methode bereits, um Raumsonden durch das Solarsystem zu befördern. Die Erde könnte einem feurigen Untergang ziemlich nahe sein. Wie könnte man einen ganzen Planeten verbrennen? Die Antwort: mit einem nuklearen Brennofen mit fast 1,6 Millionen Kilometer Durchmesser. Es klingt verrückt, aber es wird früher oder später dazu kommen. Je älter die Sonne wird, desto heller wird sie. In 2 Milliarden Jahren wird die Erde unbewohnbar sein. Es wird einen unkontrollierbaren Treibhauseffekt geben, die Wasserquellen werden verdampfen und die Oberflächentemperatur wird bei ungefähr 500 Grad Celsius liegen. Die Sonne wird sich aufblähen und die Erde verbrennen. Es sei denn, wir können die Erde von der Sonne wegbewegen, um sie zu retten. Vorausgesetzt, wir haben keine bösen Absichten. Mit ausreichend großen Objekten könnten wir die Gravitationsenergie umleiten und so die Erdumlaufbahn näher an die Sonne rücken. Doch das ist leichter gesagt als getan. Die Erde hat eine Masse von rund 6 Trilliarden Tonnen. Ein Objekt dieser Größe zu bewegen,
ist eine ziemliche Herausforderung. Aber es gibt eine Möglichkeit, das zu schaffen. Mit einem Swing-by-Manöver. Es geht hier um Energie, orbitale Energie. In der Bewegung der Erde liegt Energie. Wenn also die Erde die Sonne umkreist und wir diese Energie nutzen, stürzen wir in die Sonne. Wir können das mit einem Asteroiden erreichen. Wenn wir einen Gesteinsbrocken von etwa 2 bis 3 Kilometern Durchmesser so bewegen, dass er im richtigen Winkel die Erde passiert, nimmt er der Erde Bewegungsenergie. Der Asteroid fliegt davon und die Erde bewegt sich Richtung Sonne. Aber wir sollten keine Asteroiden verschwenden, wenn wir sie wiederverwenden können. Wenn wir clever sind, können wir den Asteroiden in Richtung Jupiter schicken. Er gibt Energie von der Erde an den Jupiter ab und fliegt dann wieder zurück zur Erde. Wenn wir genau zielen, bekommen wir sozusagen eine Energietransfusion. Wir nehmen Energie von der Erde, geben sie Jupiter und kommen dann wieder zurück. Wir könnten tausende Asteroiden auf diese Weise nutzen. Und schon stürzt die Erde in eine Feuerhölle. Doch zunächst muss man einen Asteroiden fangen. Sie sind so groß wie Berge und bewegen sich mit ungefähr 16 Kilometer pro Sekunde. Auf dem Asteroiden muss man dann Raketen befestigen und ihn auf den perfekten Kurs bringen. Diesen Vorgang wiederholt man tausende und abertausende Male. Sehr langsam wird sich die Erde dann der Sonne nähern. Jetzt ist die Erde noch mehr als 140 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt. Bei 110 Millionen Kilometern wird die Erde zu einer überhitzten Wüste. Dann wird es richtig schlimm. Während die Erde sich langsam auf die Sonne zubewegt, kommt es zu einer Reihe von Ereignissen, die für unseren Planeten den Untergang bedeuten. Wenn sich die Erde der Sonne nähert, erhitzt sich die Atmosphäre und explodiert. Die Ozeane kochen und verwandeln die Erde in einen riesigen Kometen. Aber es wird noch schlimmer. Während sich die Erde der Sonne nähert, zieht die Gravitation stärker an der Sonne zugewandten Seite und die Erde dehnt sich wie Knetmasse. Wenn die Anziehungskraft der Sonne die der Erde überwindet, zerspringt unser Planet und wird pulverisiert. Die Erde ist tot. Nur ein dünner Ring um die Sonne zeugt noch von ihrer Existenz. Wenn die Erde der Sonne zu nahe kommt, wird sie irgendwann von den Gezeiten zerrissen. Die Erde zersplittert in viele kleine Stücke, die dann die Sonne wie ein Ring umgeben. Die Sonne würde dem Saturn ähneln. Sie wäre von einem schwachen Ring aus Gestein und Staub umgeben. Es wäre ein flammender Untergang und ein geisterhafter Nachhall. So könnte man einen Planeten zerstören. Die Erde in die feurige Hitze der Sonne zu stürzen, ist eine gute Möglichkeit, um sie zu zerstören. Das wäre möglich. Man muss nur genug Asteroiden hintereinander losschicken, damit wir die Erde durch die Anziehungskraft zur Sonne bewegen können. Wir verfügen über diese Technologien und wissen, wie man Asteroiden bewegt. Man muss sie nur in eine exakte Bahn lenken. Es ist natürlich eine große Herausforderung, Milliarden Tonnen schwere Felsen mit höchster Präzision zu manövrieren. Bei uns gibt es jedoch keine schwarzen Löcher. Man müsste sie erst selbst erschaffen. Hier kommen Teilchenbeschleuniger ins Spiel. Physiker lösen mit solchen Maschinen Explosionen in Atomgröße aus, die stark genug sein könnten, mikroskopisch kleine schwarze Löcher zu erschaffen. So eine Maschine gibt es an der Grenze zwischen Frankreich und der Schweiz, am CERN, dem Europäischen Kernforschungszentrum Genf.
Die Wissenschaftler von CERN beschleunigen subatomare Teilchen in einer Röhre und schleudern sie dann mit annähernder Lichtgeschwindigkeit gegeneinander. So wollen die Wissenschaftler den Urknall untersuchen. Bei dem gewaltigen Aufprall entstehen solche Teilchen wie die, aus denen das Universum ganz am Anfang bestand. Einige dieser Teilchen könnten mikroskopisch kleine schwarze Löcher erschaffen. Das bedeutet jedoch nicht, dass unser Planet dem Untergang geweiht ist. Theoretisch verfliegen schwarze Löcher dieser Größe einfach wie kleine Seifenblasen. Um die Erde zu zerstören, braucht man eine größere Kraft. Schwarze Löcher gibt es in verschiedenen Größen. Im Zentrum unserer Galaxie ist zum Beispiel ein schwarzes Loch mit der Masse von 1 Million Sonnen. Würde man unsere Sonne zu einem schwarzen Loch komprimieren, hätte es die Größe einer großen amerikanischen Stadt. Würde man aber etwas wie diesen Berg, der rund 1 Million Tonnen wiegt, zu einem schwarzen Loch komprimieren, wäre es kleiner als ein einziger Atomkern. Ungefähr in dieser Größenordnung werden schwarze Löcher zu einer echten Bedrohung. Die Erde hat einen Durchmesser von ca. 12.800 Kilometer. Ein schwarzes Loch mit derselben Masse hätte nur die Größe einer Murmel. Das ist ein schwarzes Loch, so groß wie eine Murmel. Es mag harmlos erscheinen, aber seine Anziehungskraft ist stark genug, um unseren ganzen Planeten zu zerstören. Es würde zunächst langsam Dinge anziehen und sich dann so weit ausdehnen, bis es die ganze Erde verschluckt. Und das könnte diese Murmel mit der Erde machen. Die Anziehungskraft auf das Objekt ist an der dem schwarzen Loch zugewandten Seite viel stärker als auf der anderen Seite. Ein sogenannter Spaghetti-Effekt entsteht. Während das Objekt in das schwarze Loch stürzt, wird es wie die Nudel auseinandergezogen und schließlich zerrissen. Ein schwarzes Loch der richtigen Größe könnte das auch mit unserem Planeten anstellen. Doch keine Sorge. Selbst der stärkste Teilchenbeschleuniger kann kein schwarzes Loch dieser Größenordnung erschaffen. Nur ein schon vorhandenes schwarzes Loch könnte die Erde zerstören. Astronomen schätzen, dass es ungefähr 10 Millionen schwarze Löcher in unserer Galaxis gibt. Wenn eins davon uns zu nahe käme, könnte es unseren Planeten völlig zerstören. Teleskope würden es vielleicht nicht einmal entdecken. Die Menschheit würde es erst bemerken, wenn die immense Schwerkraft schwere Fluten und gewaltige Erdbeben auslösen würde. Wir können uns das schwarze Loch wie einen Staubsauger in unserer Atmosphäre vorstellen. Mit einer Saugkraft, die 1500 Mal stärker ist als die Erdanziehungskraft. Damit wird es den ganzen Erdball zunächst verformen. Die Erdoberfläche dehnt sich und zerreißt dann. Schließlich fliegt das schwarze Loch geradewegs durch die Erde. Dabei verdampft es die Materie. Das schwarze Loch verschlingt alles, was ihm im Wege steht. Schrittweise wird es langsamer, bis es beim Erdkern landet und schließlich den ganzen Planeten vertilgt. Übrig bleibt nur das schwarze Loch selbst. Ein schreckliches Ende für die Erde. Glücklicherweise ist dieses Szenario extrem unwahrscheinlich.
Allerdings wissen wir nicht, wie man diese schwarzen Löcher herstellt. Wir haben nicht die technischen Möglichkeiten. Und natürliche schwarze Löcher können wir nicht bewegen. Wir müssen also einen anderen Weg suchen. Vergessen wir die schwarzen Löcher und versuchen wir es anders. Den Abstand zur Sonne ändern. Das ist eine. Außerdem würde es sehr lange dauern, genügend Asteroiden zu fangen. Wir haben versucht, die Erde zu zerreißen und zu verbrennen. Es ist Zeit für einen weiteren Plan. Die Antimaterie-Bombe. Seit über einem Jahrhundert versuchen Physiker eine Theorie aufzustellen, die unser Verständnis der Makrostruktur des Universums, Planeten, Sterne und Galaxien, mit unserem Wissen von der subatomaren Welt, Elektronen, Protonen und Quarks, vereint. Dabei sind die Forscher auf einige ausgesprochen gefährliche Phänomene gestoßen. Und eins könnte sich als echter Weltenkiller entpuppen, die Antimaterie. In den 1920er Jahren wurde sie in der Theorie vorausgesagt, in den 30er Jahren dann tatsächlich nachgewiesen. Heute können wir Antimaterie in modernen Teilchenbeschleunigern erzeugen. Sie ist die Hauptzutat für eine größtmögliche Explosion. Antimaterie hat die größte Sprengkraft, die je entdeckt wurde. Ihre Sprengkraft ist viel stärker als die einer Wasserstoffbombe. Antimaterie ist jedoch ein seltener Stoff. Alles, was wir sehen, bis zu den entferntesten Galaxien, ist Materie, die vor 13 Milliarden Jahren beim Urknall entstand. Und dabei entstand auch Antimaterie. Materie und Antimaterie. Die eine ist das exakte Gegenteil der anderen. Bringt man sie zusammen, löschen sie sich gegenseitig aus. Für jedes Partikel in der Natur gibt es ein Antipartikel gleicher Masse und gegenteiliger elektrischer Ladung. Führt man beide zusammen, vernichten sie sich und werden zu Strahlung. Mehr Energie kann man aus einem Partikel nicht rausholen. Die Energie seiner Masse wird zu Strahlung. Ich habe hier ein Proton. Anti Krauss da drüben hat ein Antiproton. Wenn wir sie zusammenführen, gibt es eine unglaubliche Explosion. Los geht's. Genau das ist mit der Antimaterie des Urknalls passiert. Sie hat sich aufgehoben. Wenn wir mit Antimaterie eine Bombe bauen wollen, müssen wir sie selbst erzeugen. Antimaterie zu erschaffen ist so wie mit einer Waffe auf ein Ziel zu feuern. Wenn man auf eine Papierscheibe schießt, ist das herausgeschossene Papier wie Materie und das verbleibende Loch wie Antimaterie. Man benötigt Energie, um ein Materie-Antimaterie-Paar zu erschaffen. In unserem Beispiel lieferte die Kugel die Energie. Im wirklichen Leben ist die Waffe ein Teilchenbeschleuniger wie der des CERN bei Genf. Dieser weltweit größte Hochenergieteilchenbeschleuniger produziert nicht nur möglicherweise schwarze Löcher als Nebenprodukt, sondern eben auch Antimaterie.
Diese Partikel bewegen sich mit so hoher Geschwindigkeit, dass ihre Energie groß genug ist, um bei einer Kollision mit einem Materiepartikel in seltenen Fällen ein ganz neues Antimateriepartikel zu schaffen. Der Teilchenbeschleuniger ist riesig. Die ganze Anlage ist unterirdisch. Sogar die Partikeldetektoren sind so groß wie Häuser. Mit der Anlage hofft man, etwas über die Partikel nach dem Urknall zu erfahren. Die unglaubliche Energie des Big Bang schuf viele exotische Formen von subatomarer Materie, sowie auch Antimaterie. Unser Universum besteht aus der Materie, die verblieben war, nachdem die Antimaterie ausgelöscht worden war. Aus diesem Grund müssen wir diesen Stoff in Teilchenbeschleunigern neu erschaffen. Man feuert Protonen in eine riesige Röhre, steuert sie mit starken Magneten und beschleunigt sie auf beinahe Lichtgeschwindigkeit. Dann lenkt man den Strahl in einen Metallblock. Pro Million einschlagender Protonen entsteht ein Antiproton. Als ob Dr. Plates Pistole nur alle Millionen Schüsse ein Loch hinterlassen würde. Ein Teilchenbeschleuniger produziert pro Million Kollisionen nur ein Partikel-Antipartikelpaar. Es ist, als ob man versucht, ein bestimmtes Wassermolekül in den Niagara-Fällen zu finden. Deshalb ist es so schwer, große Mengen von Antimaterie zu erzeugen. Falls genug Antimaterie vorhanden ist, wäre der Bau einer Bombe die nächste Herausforderung. Eine Antimateriebombe wäre nämlich sehr instabil. Man müsste einen Weg finden, die Antimaterie zu lagern, ohne dass sie mit normaler Materie Kontakt bekommt. Denn dann würde sie explodieren. Über meiner Hand schwebt Antimaterie. Wenn sie meine Hand berühren würde, käme es zu einer großen Annihilation. Die Antimaterie darf noch nicht mal mit der Luft um sie herum in Berührung kommen. Denn Luft ist auch Materie. Auch das würde eine Explosion auslösen. Forscher benötigen einen ganz besonderen Behälter, um Antimaterie zu studieren. Eine Penningfalle. Starke Magneten halten die Antimaterie in einem Vakuum. Trotz dieser Hindernisse ist eine Antimateriebombe nicht nur reine Theorie. Wir können Antimaterie erschaffen, sie einfangen und lagern. Doch an welchem Einsatzort hat die Bombe einen maximalen Effekt? Wenn wir den ganzen Planeten zerstören wollen, muss die Bombe in der Nähe des inneren Erdkerns platziert werden. Das wären dann ungefähr 6500 Kilometer unter der Erdoberfläche. Momentan ist das unmöglich. Das tiefste von Menschen geschaffene Bohrloch ist nur 12 Kilometer tief. Doch wenn es die Möglichkeit gäbe. Bis heute haben Menschen nur 20 Nanogramm Antimaterie erzeugt. Das ist 100-mal weniger Masse, als eine 1-Cent-Münze hat. Die Bombe wird also so klein sein, dass man sie nicht sehen kann. Auf diesem Testgelände in Arizona haben wir die entsprechende Sprengkraft in TNT-Sprengstoff aufgebaut. Sehen wir mal, wie laut das knallt. Wow. 20 Nanogramm Antimaterie sorgen für eine ansehnliche Explosion, aber noch ist sie viel zu schwach.
Man bräuchte 2,5 Trillionen Tonnen Antimaterie, um die Erde zu zerstören. Das wäre eine Bombe von der Größe des Mount Everest. Am Grunde eines 6500 Kilometer tiefen Loches. Das würde die Erde in zigtausend Teile sprengen. Mit genug Sprengkraft würden die Teile bis ins All geschleudert werden. Mit einer etwas schwächeren Bombe würden sie durch ihre eigene Anziehungskraft wieder zurückfallen und zu einer Kugel verschmelzen. Ein unheimliches Echo der Entstehung der Erde vor 4,5 Milliarden Jahren. Theoretisch könnte das geschehen, aber zunächst müssen ein paar technische Details geklärt werden. Wie ist das also mit der Antimaterie? Es ist möglich, so die Erde zu zerstören. Das Problem ist nur, dass man dafür ungefähr die Energie benötigt, die die Sonne in einer Woche abgibt. Wir haben momentan nicht die Technologie, um so viel Energie zu produzieren. Mit heutiger Technik würde der Bau der Bombe länger dauern, als das Universum alt ist. Ein weiteres Problem stellt die Beförderung dar. Man müsste die Bombe zum Erdmittelpunkt transportieren. Das heißt, man müsste ein Loch mit mehreren Kilometern Durchmesser und 6500 Kilometer Tiefe graben. Antimaterie scheint also nicht der effizienteste Weg zu sein. Diese Methode scheint also unmöglich zu sein. Bei der nächsten Herangehensweise wissen wir allerdings, dass sie funktioniert. Sie ist nämlich bereits Teil der Vergangenheit der Erde. Der Weltraum ist ein gefährlicher Ort. Er ist voller Trümmer, voll mit Gesteinsbrocken von Kiesel bis zu Planetengröße. Überall finden sich Einschlagkrater, auch auf unserem Mond. Solche Asteroiden können uns auch heute treffen, so wie einst die Dinosaurier ausgelöscht wurden. Ein größerer Asteroid könnte den Planeten sogar völlig zerstören.